Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal ein Laber-Video von mir, weil ich einiges auf der Seele habe, was mir ein bisschen Kopfzermalmen macht und ich das Gefühl habe, dass ich mit euch darüber reden möchte. Deswegen, let's start in this video. Ich habe mir gedacht, ich mache so eine Art Schminkvideo und ich laber ein bisschen. Also ich schminke mich dabei, während ich rede. Ich werde aber die Produkte nicht in die Höhe halten und sagen, was das ist, weil das schaffe ich nicht. Das ist einfach too much for me. Ich trinke auch noch nebenbei einen Kaffee und ich bin mal gespannt, ob ich eh nicht den Faden verliere, wenn ich gleichzeitig denke, rede, schminke, Kamera in die Kamera schaue. zu viel. Aber mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja. Ich wollte mit euch so ein bisschen über meinen YouTube-Kanal reden, weil, na, deswegen seid ihr hier, deswegen bin ich hier. Ich bin YouTuberin seit 2015 und ja, wie geht's weiter, was mache ich? Ich habe halt so viele Gedanken in meinem Kopf, wo ich das Gefühl habe, ich muss sie irgendwie ordnen und sie müssen irgendwie raus. Ja, ich habe mich schon ein bisschen vorgeschminkt, ich habe ein bisschen CC-Cream aufgetragen, ein bisschen Concealer und ein bisschen Puder, nicht, dass ihr euch wundert. Deswegen fange ich jetzt gleich mit den Augenbrauen an, also ich mache mit den Augenbrauen weiter. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, seit 2015 mache ich jetzt YouTube-Videos. Wer mir schon länger folgt, schreibt mal übrigens unten in die Kommentare, wie lange ihr schon dabei seid, beziehungsweise ab welchem Video. Und unten in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ja, 2015 habe ich gestartet. Damals war die Lara 3 Monate alt ungefähr, also ein ganz kleines Baby, und ich habe mit YouTube gestartet. Und ich habe damals tatsächlich jeden Tag ein Video rausgebracht. Jeden Tag. Also das ist etwas, für das ich immer gelobt wurde, wo alle immer gesagt haben, wow, jeden Tag ein Video. Und das, obwohl ich am Anfang natürlich ganz wenige Abonnenten hatte. Ich habe ja ein Jahr gebraucht, um meine 1000 Abonnenten zu knacken. Danach ging es natürlich immer schneller. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich jeden Tag gevloggt habe, weil natürlich viele Videos gehabt habe und somit mich viele Zuschauer von euch gefunden haben. Und somit sind wir jetzt aktuell hier bei aktuell schon fast, ich glaube 47.000 habe ich jetzt aktuell, sowas im Schnitt, 46, also fast 47.000, bald die 50.000, oh mein Gott, also richtig krass, 5 Jahre später 50.000 Abonnenten. Das sind so Zahlen, die kann man sich am Anfang gar nicht so vorstellen. Das ist so weit weg. Ja, und wie gesagt, damals habe ich ja wirklich noch jeden Tag ein Video rausgehauen, habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ja, gefällt das den Leuten oder schaut sich das irgendwer an. Und ich habe damals noch nicht so, am Anfang denkt man noch nicht so viel drüber nach, und man macht einfach, man hat so viel Spaß daran und man macht jeden Tag ein Video und ich habe es geliebt, die Videos zu schneiden und dies und jenes und jeden Tag raushauen, machen, tun, dies, das. Und immer wieder neue Videoideen ausprobieren. Mal die Haare gefärbt. Habe ja oft die Haare gefärbt, falls ihr noch euch noch erinnern könnt. Lila, blau, pink, was ich nicht alles gemacht habe. Blond in allen Varianten. Hell, dunkel, Kükengelb, was auch immer. Naja. Und danach wurde ich ja... Also genau, hatte ich jeden Tag ein Video. Dann habe ich aber gesagt, oh, das ist ein bisschen zu viel. Ich habe einen videofreien Tag eingeführt. Das war der Dienstag. Ich habe für mich empfunden, dass der Dienstag jetzt nicht so gut geklickt wird. Deswegen habe ich gesagt, okay, Dienstag jetzt mal kein Video. Oder gönne ich mir einen Tag Pause für die Tage, wo ich jetzt mal nicht vloggen möchte, wo es mir nicht gut geht oder was auch immer. Na, irgendwer ist krank. Und somit, ja, hatte ich das quasi den Dienstag. Später, als dann die Luisa noch zu unserer Familie dazugestoßen ist, im Jahr 2017, habe ich gemerkt, dass es zu viel wird mit diesen 5, 6 Videos. Hatte ich dann schon weniger Videos? Ich weiß es aktuell nicht mehr. Aber zum Schluss sind wir dann, genau, da habe ich nochmal einen Tag weggenommen und dann nochmal mehr, weil ich gemerkt habe, okay, es ist einfach zu viel. Die Luisa war ja oder ist ja auch immer noch so ein richtiges Mama-Baby und Mama-Kind. Die Luisa, die braucht mich so viel. Also bei der Lara war das ziemlich entspannt. Die Lara habe ich abends ins Bett gebracht. Und dann hat sie geschlafen, dann habe ich meine Videos geschnitten. Und dann kamen die Videos ganz super pünktlich und da hatte ich überhaupt keine Probleme. Mit der Luisa war das ganz anders. Die Luisa konnte ich nicht wirklich verlassen. Also verlassen in dem Sinne, dass ich sie hinlege, ins Bett bringe und dass ich dann gehe und meine Sachen mache. Nee, bei der Luisa musste ich immer mit im Bett sein, immer.
ich konnte sie auch nicht einschlafen und weggehen, nicht. Und ich konnte auch nicht neben ihr Videos schneiden, weil das hat sie gestört, dieses Licht vom Laptop und so weiter. Deswegen habe ich dann einfach, bin ich im Bett gelegen, habe meistens auch mitgeschlafen. Also es war wirklich dann einfach, man merkt dann, wenn ein, durch sie, dass sie mehr Bedürfnisse hatte, mich dabei zu haben, hat natürlich mein YouTube-Kanal darunter gelitten. Aber fand ich jetzt natürlich überhaupt also nicht schlimm, weil für mich ja natürlich Familie an erster Stelle ist, immer noch. Natürlich wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, sag ich mal. Aber natürlich habe ich einen innerlichen Druck auch gehabt und ich war unzufrieden mit mir und mit meiner Leistung als YouTuberin, weil ich da doch mir was aufgebaut hatte und mich das irgendwie gestresst hat, dass da weniger Videos kamen. Und dann musste ich immer auch so nachdenken, was mache ich denn jetzt für ein Video? Ich möchte auch natürlich durch das, dass ich jetzt weniger Videos mache, auch trotzdem gute Videos oder bessere Videos machen. Zusätzlich mit einem Kind, das einem kaum irgendwas machen lässt, ist es auch ziemlich schwierig. Aber trotzdem, ich glaube, dass ich es gut gemacht habe bisher und auch die Resonanz von euch natürlich immer positiv war. Und ich auch immer so viele Komplimente von euch bekomme. Wow, wie schaffst du das mit so vielen Kindern? Und auch noch nebenbei zu arbeiten, dann hast du auch noch einen Planer designt. Ich habe hier hinten meine Mom-Boss-Planner, die ich ja selbst designt habe. Das sind ja auch, ist ja auch eine Menge an Arbeit, nicht nur die zu produzieren, also zu designen, produzieren, sondern Online-Shop, dann den Verkauf machen wir selber und selber, wir packen die Pakete selber, also wir machen ja alles selber. Es kommt alles aus einer Hand, nämlich aus unserer. Und ja, natürlich, die Arbeit ist ja immer mehr geworden. Dann macht man ja auch Instagram, weil es ja auch Spaß macht und ich da auch so eine eigene Community habe. Ich glaube, viele von euch folgen mir auch auf Instagram. Aber es gibt auch viele, die mir nur auf Instagram folgen oder so. Keine Ahnung, es wurde halt immer mehr statt weniger, was ja auch cool ist. Also ich bin ja auch ein Mensch, der immer wieder was gern, also immer wieder was Neues dazu macht, weil mir auch schnell langweilig wird und ich es ja liebe, Sachen zu machen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte ja eigentlich von YouTube reden. Ja, immer weniger Videos. Das musste ich ehrlich sagen, das hat schon sehr an mir genagt, dass nicht mehr so viele Videos kamen wie früher und dann sowieso im letzten Jahr, 2019, war so die pure Katastrophe, wie ich finde, weil dann kamen ja nicht nur die 3 Videotage, sondern es, also die ich ja hatte davor, sondern im Jahr 2019 war pure Chaos. Es kam Video, es kam einmal gar kein Video in der Woche oder sogar 2, dann wieder irgendwas und dann wieder mal wieder nichts eine ganze Woche und das war, boah, richtig schlimm. Aber für 2019 kam ja noch was dazu. Warte, ich mache mir schnell diese Augenbraue fertig, weil sonst kommen wir nicht weiter. Reden und Augenbrauen machen ist nämlich nicht so einfach. Kann man so lassen. So, fertig mit den Augenbrauen. Das Jahr 2019. Also im Jahr 2019 bin ich ja an Hashimoto erkrankt, was ja ein bisschen, also wer Hashimoto hat oder eine Schilddrüsenerkrankung, der weiß, boah, das macht was mit einem, das kann man gar nicht so in Worte fassen. Man fühlt sich depressiv, traurig, aufgewühlt, überempfindlich. Das sind gerade so Sachen, die einfach wirklich, boah, es ist einfach so ekelhaft und das passt dann auch überhaupt nicht mit YouTube zusammen, finde ich, so gerade auf YouTube. Man zeigt so viel von sich her und man möchte trotzdem immer positiv sein und Leute auch aufbauen und motivieren und dann fühlt man sich selbst aber so kacke, dass man erstens sich so nicht zeigen will, zweitens sich denkt, man will jetzt auch kein Mitleid abkratzen, drittens, ja, man mag sich selber nicht so anschauen. Also ich finde das immer furchtbar. Ich muss ja die Videos selber schneiden und wenn ich dann filme, wenn es mir schlecht geht und das schneide, wenn es mir besser geht, dann denke ich mir so, oh Mann, was machst du da? Was erzählst du da? Das ist voll blöd. Also ja, nur damit ihr wisst, wie es ungefähr ist als Schilddrüsenerkrankung. Ja, Erkrankte ist es halt aber nicht, ist es nicht so easy. Es ist blöd, es ist doof. Naja, aber mittlerweile bin ich ziemlich gut eingestellt und mir geht es eigentlich gut in der Schilddrüse, sage ich mal so. Aber dann, wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja dann kreisrunden Haarausfall bekommen. Das hat ja nochmal ein Schippchen draufgelegt. Da habe ich mich ja so kacke gefühlt, weil, ja, ihr müsst euch vorstellen,
euch fallen die Haare mitten am Kopf aus, genau da, wo man sie auch sehen kann. Diese Stelle wird immer größer, man bekommt richtig die Panik. Es geht ja einem so dann voll, man ist voll unter Schock, man fühlt sich schlecht und weiß nicht wohin mit einem. Und dann soll man noch YouTube-Videos machen, die Kamera so vor sich hinhalten und reden. Das war dann so für mich, ich habe oft Videos auch gelöscht, die ich gefilmt hatte, Vlogs gelöscht, weil man irgendwie da was gesehen hat. Und ich mich so schlecht gefühlt hatte, dass ich das irgendwie nicht online stellen konnte, weil es einfach mit meinem Selbstwertgefühl nicht gepasst hat. Und deswegen habe ich es dann einfach gelöscht und dann kann man keine Videos und so weiter. Na, das hat sich so durchgezogen, vor allem im Jahr 2019. Luisa, Luisa ist auch da. Die ist jetzt gerade im Wohnzimmer und spielt. Aber sagst du mal Hallo. Oh, oh. Kuss. Oh, das ist nicht das Schönste. Ist das nicht der Sinn? Wo hast du dein Weh? Dein Weh? Keine. Holst du mein Spielzeug? Hol mein Spielzeug, dann spielen wir. Ja. Und dessen versuche ich mich weiter zu schminken. Ich muss hier aber ein Video drehen. Schau mal hier. Hallo. Hallo. Ich muss gerade kurz weg. Sie zieht mich. So, da bin ich wieder. Luisa wollte ein Spielzeug, wo sie nicht reingekommen ist. Auf jeden Fall, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, 2019 war halt ein bisschen anstrengend. Und ich habe mir halt viel für das Jahr 2020 vorgenommen. Ich habe gedacht, ach, das ist mein Jahr, das Jahr der Ratte. Das ist so, es fühlt sich einfach so wie mein Jahr an oder unser Jahr. Deswegen möchte ich im Jahr 2020 ein bisschen zurückrudern und zurück zu meinen Wurzeln, also zu meinen YouTube-Wurzeln zurückgehen. Weil, ja, im Jahr 2019 war ich, finde ich, kaum YouTuberin, sondern mehr oder weniger meine eigene Sekretärin. Ich habe so viel Zeug am Computer immer gemacht. Nicht, dass ich es nicht liebe. Ich liebe es auch, diese ganzen Unterlagen zu sortieren und einzuordnen und ja, Buchhaltungssachen einzutippen und dies, das. Aber es hat einfach so krass Überhand genommen. Vor allem auch mit dem Online-Shop, mit dem ganzen Mama-Planern und so weiter. Aber auch die Beauty-Sachen, die ihr da seht, das mache ich ja auch noch nebenbei. Und ja, ich habe darüber nachgedacht, was mich glücklich macht und mich macht glücklich, wenn ich darüber nachdenke, wieder mehr YouTube zu machen. Deswegen wird wieder mehr YouTube gemacht und ich möchte auf jeden Fall es probieren. Vielleicht habt ihr Bock drauf, vielleicht aber auch nicht, aber ich möchte das auch wegschalten und wieder quasi ja, starten und wieder so ja, mehr das zu machen, was ich lustig finde und was ich cool finde. Und ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, dass ich jetzt wieder Daily Vlog mache. Ein Daily Vlog, was sagt ihr dazu? Ich weiß nicht, ich sage es noch so zaghaft, weil ja, es ist noch so ein bisschen, ich habe noch nicht so gut drüber nachgedacht, aber ich denke mir, also ich habe, das war so ein, ich habe schon drüber nachgedacht, aber mehr oder weniger ist noch nicht getraut auszusprechen. Noch gar nicht mit meinem Mann darüber geredet, aber ich möchte auf jeden Fall wieder mehr Daily Vlog machen, weil ich das irgendwie mich ein bisschen befreiter fühle und ja, ich hoffe dadurch einfach wieder mehr YouTuberin sein zu dürfen. So zwischendurch schminke ich mich noch ein bisschen, damit ich da heute auch noch fertig werde, weil anscheinend kann ich nicht reden und mich schminken. Also ich kann natürlich reden und mich schminken, aber wenn ich drüber nachdenken muss, was ich sage, dass ich auch keinen Blödsinn erzähle, dann kann ich das scheinbar nicht so wirklich. Deswegen, ja. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich mache noch schnell ein bisschen von meinem Wimpernserum drauf. So, ich schminke mich jetzt auf jeden Fall mal ganz schnell fertig oder fast fertig. Wimpernserum muss ich so ein bisschen eintrocknen lassen, bevor die Wimperndusche rauf kann. Dann bin ich so fast fertig. Bisschen Lippenpflege noch drauf. Ich habe mir übrigens überlegt, ob ich mir nicht wieder meine Wimpern machen lassen soll. Finde ich nämlich ja ziemlich cool, wenn man schon coole Wimpern hat. Aber auf der einen Seite ist es auch wieder lästig mit dem Auffüllen. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt so einigermaßen fertig geschminkt. Ja, kann man so lassen. Ist okay.
Was habe ich denn als letztes gesagt? Jetzt habe ich aber wirklich den Faden verloren. Ja, ich möchte im Jahr 2020 zurück ein bisschen zu meinen YouTuber-Wurzeln. Ich möchte wieder mehr Videos machen. Ich möchte einfach wieder mehr mich mit euch connecten. Ich habe auch da das Gefühl, dass ich so ein bisschen, ja, dass wir uns ein bisschen verloren haben, weil ja durch das, dass ich ja nicht mehr so viele Videos mache, ist logischerweise, ne? Da gibt es halt Leute, die früher jeden Tag reingeschaut haben, die dann gesagt haben, so, naja, die postet ja jetzt nichts mehr oder nicht mehr so oft, auch nicht mehr alle 3 Tage, nicht mehr alle. Die postet ja fast nichts mehr und die Uhrzeiten waren ja auch nicht. Das habe ich so gehasst. Anstatt immer pünktlich um 17 oder 18 Uhr, weil ich das hatte, nee. 23 Uhr, keine Ahnung, 20 Uhr, 21 Uhr, immer irgendwas, ist auch verwirrend für die Leute, deswegen, ja. Deswegen, weiß ich nicht, auf der einen Seite, wie gesagt, möchte ich ja zurück zu YouTube, meinen Wurzeln, aber ich weiß, dass es auch sehr viel Arbeit bedeutet, sehr viel wieder schneiden, sehr viel filmen, draufhalten, immer was erzählen, was zum Erzählen zu haben. Es ist ja auch so, ihr müsst euch vorstellen, in dem Jahr 2019, wo ich ja sehr viel Organisatorisches gemacht habe, sehr viel am Computer gesessen bin, meine Planer designt habe, den Online-Shop gemacht habe, Rechnungen bearbeitet habe, von tausenden Rechnungen, von den Planern, von den ganzen Beauty-Kram-Sachen, Buchhaltung, bla bla bla, E-Mails, und es kommen so viele E-Mails rein. Wenn man mit YouTube beginnt, bekommt man auch keine E-Mails, da interessiert sich ja keiner für dich, also keine Firma. Und danach später kommt ja das noch dazu, die ganzen Kooperationen. Und das ist natürlich etwas, wo ich dann jetzt nicht filme, weil ich mir denke, das ist ja voll langweilig. Ich bearbeite da gerade 2 Stunden lang oder 1 Stunde lang meine E-Mails und schreibe da zurück und denke mir da was aus, was ich dem sagen kann, möchte ich mit ihm zusammenarbeiten oder nicht oder was auch immer. Und das sind dann Sachen, wo ich immer gesagt habe, das ist ja voll langweilig, was soll ich denn dann erzählen? Aber natürlich kann man das auch anders einbauen. Die Zeit am Computer mal sagen, ja, jetzt sitze ich mal am Computer. Keine Ahnung, aber wie gesagt, ich habe halt total den Faden verloren zum Vloggen, zum Daily Vloggen. Ich weiß nicht, was euch interessiert und ich möchte auf jeden Fall meine Lunchbox-Videos mal wieder machen. Der Papa hat auf jeden Fall gesagt, er möchte mir ganz viel helfen. Er hat natürlich hier vom Online-Shop den Versand übernommen, das ist eh schon länger, da hilft er mir, wir machen dann die Pakete zusammen. Er kümmert sich um dieses Background, organisatorische, die Buchhaltung hat er mir auch schon zum Großteil weggenommen. Einige Sachen müssen wir noch zusammen abklären, aber er hilft mir da wirklich, wo er kann. Und er möchte auch Videos schneiden, also das lernt er gerade. Das ist natürlich auch nicht so, das muss man auch irgendwie lernen, aber er hat auf jeden Fall Interesse. Und vielleicht kann er mir da einfach so ein bisschen was abnehmen und dann können wir wieder mehr Content produzieren, auf das ich natürlich mega Bock habe. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich würde mal sagen, ja, das ist das Video, was ich wollte mit euch so ein bisschen reden. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu langweilig und ja, es ist auf jeden Fall so ein kleines Aufklärungsvideo. Ich glaube, ich habe nun, ich weiß nicht, habe ich mal so offen darüber geredet? Bei mir ist es so, ich bin ein Mensch, ich rede nicht über die Sachen nicht, weil ich das verheimlichen möchte oder so, sondern ich bin einfach ein Mensch, ich nehme die Sachen, wie sie kommen, ne? Es ist irgendwas, was jetzt nicht so rund läuft oder ich fühle mich gerade krank, ich mache daraus keine große Sache irgendwie. Ich denke mir so, ja, das ist jetzt halt so und ich gehe aber weiter. Ich mache weiter und es wird einfach weitergemacht. Also ich mache da nicht so aus jedem problematischen Ding ein Video. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich das, vielleicht sollte ich mich wirklich hinsetzen und wenn ich etwas auf der Seele habe, etwas Großes, dann mich einfach hinsetzen und mit euch darüber zu reden, weil dann kennt ihr euch einfach aus, dann wisst ihr, was abgeht. Ah, deswegen hat Diana dies oder jenes gemacht oder deswegen hat sie keine Videos gemacht oder deswegen war sie im Jahr 2019 so komisch, weil sie hat sich so schlecht gefühlt wegen ihrem kreisrunden Haarausfall und so. Einfach mal die Sachen auch mal wieder lernen auszusprechen. Ja, es ist aber auch nicht immer so leicht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Auf YouTube ist es halt auch so, dass wenn es einem schon schlecht geht und dann sagt man etwas und dann kommen natürlich die Leute mit ihren Meinungen und auch nicht immer so nett formuliert und gerade wenn man ein bisschen empfindlich ist, gerade in der Zeit, wo es einem nicht so gut geht, sich dann noch voll viele Meinungen anzuhören, es ist ja nicht nur eine, es sind ja viele,
das prasselt dann so auf einen ein und dann geht es einem manchmal noch schlechter. Dann glaube ich, macht man auch den Fehler, also so wie ich, dass ich dann auch gar nicht darüber spreche, dass ich gar nicht sage, dass es mir damit nicht so gut geht oder so. Ja, ja, wir werden. Ich weiß nicht. Sagt ihr mal eure Meinung dazu. Was findet ihr? Soll ich dann wieder daily vloggen? Soll ich wieder öfter vloggen? Soll ich daily vloggen? Soll ich mich hinsetzen und labern, wenn es mal irgendwas gibt? Ja, habt ihr Bock, euch auch solche Videos anzuschauen? Mitten ohne Schminken. Ja? Wir haben jetzt festgestellt, Schminken und Reden, das geht nicht. Das ist zu schwierig. Ja. Ich möchte auf jeden Fall wieder mehr zurück zu YouTube. Ich habe in letzter Zeit, ich habe im Jahr 2019 auch so viel, 2018 und 2019 sehr, sehr viel auf Instagram verbracht. Ich mag Instagram gerne und Insta-Story, da taucht. So, sorry meine Lieben, die Kamera ging schon wieder mal leer. Also Akku musste ich jetzt austauschen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Instagram oder habe ich, glaube ich, das letzte erwähnt. Ich hoffe mal, dass dieses Video jetzt nicht zu verwirrt ist, also ob ich zu verwirrt labere und ihr mir ja natürlich folgen könnt. Was ich denn euch mitteilen wollte, ich hatte diesen Drang gestern am Abend, ich muss mich morgen hinsetzen und mal ein Video machen, weil gestern nach dem Livestream hatte ich so ein komisches Gefühl, mir ging es dann so irgendwie ich hab das Gefühl, ich will mehr machen auf YouTube, aber ich habe mit euch noch nicht so wirklich darüber geredet. Ey, was ist denn los? Jetzt blinkt der Akku schon wieder. Was ist hier los? Ja, deswegen, Akku blinkt schon wieder, obwohl es eigentlich der neue Akku ist. Muss mal angucken. Papa ruft auch gerade an, deswegen werde ich mich jetzt vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Vlog vom Video und schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Tschüss! Hallo Papa!